Salve, das war Chorus. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich zweimal Markennamen im Titel verwenden. Einmal geht es um diese wunderbaren Volkswagen Originalteile, die Currywürste von Volkswagen. Die werden auch original in Wolfsburg hergestellt von der Volkswagen Service Factory. Die haben eine eigene Nahrungsmittelproduktion, finde ich total interessant. Das ist eine 510 Gramm Packung, kostet normalerweise 5,49 €, sind 6 x 85 Gramm drin. Und ich habe die halt zum halben Preis für 2,75 € gekauft, weil sie heute ablaufen. Ja, und dann habe ich hier noch diese wunderbaren Aldischen-Nudeln. Kostet 1,89 € die Packung. Die Nudeln sind halt geformt wie ein A. Also wie das Aldi-A, so. So sehen die nochmal in nahe auf. Die Sonne blendet heute mal wieder sowas von nervig. Ich weiß gar nicht, was ich das Video hier filmen soll. Egal. Ja, diesen kleinen süßen Haufen habe ich dann gerade geschnitten. Der kommt gleich in den Pott mit, zusammen mit passierten Tomaten und Tomatenmark. Der Tomatenmark wird mit den Peperoni zusammen angebraten, dann kommen die Tomaten passiert rein, oder die passierten Tomaten besser gesagt. So, mal schauen, ich habe noch kein Rezept ausgedacht, das sehen wir dann gleich. So, ich habe jetzt hier einen Kochpott auf dem Herd gestellt. Den stelle ich auf Stufe 9 von 9. Dann gebe ich auch die Peperoni hinein. Die werde ich nur ein bisschen anbraten lassen oder ein bisschen Farbe kriegen lassen. Ich weiß nicht, ob sie dann schärfer oder milder werden. Mir eigentlich auch ziemlich egal. So, 2 Minuten später. Der Pott ist warm geworden. Im Hintergrund wird den Wasserkocher für die Nudeln, weil ich ja nie Lust habe, so lange zu warten. Jetzt gebe ich erstmal den Tomatenmark hinzu, den lasse ich auch noch kurz mit anbraten. So, das war ungefähr eine vierte Packung. Jetzt dann die passierten Tomaten. Jetzt kann ich schon aufstellen, wir nutzen die Restwärme aus. Einen kleinen Schluck Wasser tue ich hinzu, einen Schuss Zucker. Und auch Salz. Und zu guter Letzt noch einen Schuss Paprikapulver. So, ich rühre das jetzt einfach einmal durch, dass überall gewürzt ist. Und dass sich die Tomaten hier komplett verteilen, diese passierten Tomaten. So, probiere ich mal einen Schluck. Schmeckt so als Basissoße gar nicht mal so übel. Ja, alternativ hätte man noch ein bisschen Rotwein in die Soße reinkippen können. Also mir persönlich würde es besser schmecken, aber das mag halt nicht jeder, darum lasse ich das weg. Aber den Rotwein weg. Ich finde, das macht immer eine ganz besondere Note. Ich trinke auch gerne Rotwein, aber das lassen wir heute mal. Aber die Soße an sich schmeckt schon mal sehr gut. Die will ich gleich nachher so über die Nudeln kippen, die ich euch zeige, und halt mit Curry noch verfeinern und dann halt über meine Currywurst kippen. Die werden wir gleich anbraten. Und wir nehmen heute, wie gerade schon im Intro gezeigt, was ich gleich noch trinken werde. Diese wunderbaren Aldischen-Nudeln, die Nudeln sind, haben ein Aldi-A. Also sind in der Form von einem Aldi-A, voll lieblich. Kostet glaube ich 1,89 € die Packung, das ist gar nicht mal so günstig. Teigware in kochendes, gesalzenes Wasser geben und ca. 7-8 Minuten kochen, bis die Nudeln bis fest in Klammern al dente sind. Hergestellt in Italien mit Hartweizen aus Italien. 100 Gramm haben 354 Kalorien, das hätte ich gar nicht gedacht, dass Nudeln so viele Kalorien haben. Ja. Ich habe wirklich geschafft, das Aldi-A in Nudeln zu formen. Ich habe jetzt wieder hier einen Kochpott auf dem Herd stehen. Ich stelle auch diesen auf Stufe 9 von 9. Dann habe ich gerade schon Wasser für euch gekocht. Das werdet ihr gleich noch mitbekommen. Oh, ich habe den falschen Ofen gemacht. Dann gebe ich jetzt ein paar von den Aldi-Nudeln hinein. Das dürfte wohl langen. So, dann kommt da ein bisschen Salz rein, das habe ich ja gerade vorgelesen. Durchrühren. Kochen lassen.
So, dann kümmern wir uns mal um die Currywürste. Die hole ich jetzt hier aus der Packung raus. Die anderen, ich werde drei Stück machen. Die anderen drei. Wie sind die denn verpackt? Das ist jetzt sogar Originalteil hier auf dem Darm. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob man den jetzt abmachen muss oder dran lässt. Da muss man rausholen. Ja. Das Plastik ist auch unnütze Verschwendung letztendlich. Ja, die Nudeln kochen schon mal schön. Ich werde den Herd jetzt aufstellen und die Reste mal ausnutzen. Dann holen wir die gleich zusammen raus. Und vorher machen wir dann die Currywurst gebraten. Herd auf Stufe 8 von 9. Ich gebe jetzt hier diesmal die Würste mit hinein. Dann fülle ich ein wenig geschmacksneutrales Pflanzenöl rein. Steche hier die Würste einmal ein. Mache ich bei allen so. So, das Öl verteile ich jetzt eben eine Runde. Ja, wir sind ja im Fernsehen quasi die. Würste lege ich jetzt gerade hin. Die werde ich nur ein bisschen braun braten lassen. Da sind Würste hier von Natur aus oder vom Werk aus. So. Die Currywürste sind jetzt 2 Minuten auf dem Backofen in der Pfanne. Ich muss mal wieder mit meinem Zoom spielen. Hier sieht man sogar noch den Volkswagen Originalteil des Schriftzugs. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Und was haben sie es geschafft? So, dann nehmen wir jetzt mal die richtigen Löcher. Ja, all die Nudeln habe ich jetzt ohne Currysoße gemacht, weil ich hier als Nudeln essen wollte, nicht als Currynudeln, das ist ja eklig. So sieht das Ganze jetzt aus. Hatte ich zu lange drin gelassen, weil ich noch einen Salat zwischendurch gemacht habe. Schmecken aber halt wie Nudeln mit Tomatensoße. Ich merke da jetzt keinen besonderen Geschmack draus. Kann man essen. Ist aber ganz gut scharf, dafür, dass da nur eine Peperoni drin ist. Hätte ich noch nicht gedacht. So, ich probiere jetzt einmal die Currywurst ohne. Die hat sich ganz gut aufgebläht. Also die ist wirklich ziemlich aufgebläht im Vergleich zu vorher. Ich dachte, es ist einfach nur teuer, aber so war ganz gut. Schmeckt aber interessant, schmeckt anders als andere Currywürste. Und hat auch eine andere Konsistenz als diese konventionellen Currywürste, die man so kennt. Die sind leicht salzig, die Würste sind salziger als diese anderen Currywürste. Mir schmeckt die aber wohl. Ich hätte die jetzt einmal ohne Soße probiert und werde die einmal mit Soße probieren. Ich habe hier gerade sehen können, wie ich die Soße gewürzt habe. Das Essen erinnert mich so ein bisschen an meine Corona-Zeit. Da gab es nämlich dreimal hintereinander Currywurst, weil wir halt nicht aus dem Haus rauskamen. Ja, aber diese Wurst schmeckt sehr gut, schmeckt differenziert vom Geschmack als die anderen Currywürste, die man so für, ich meine, 600 Gramm sind da drin, 349 kaufen kann. Mir schmeckt das soweit sehr gut. Ja, ich werde gleich noch den nächsten Teil reinschneiden. Ich werde in ein paar Tagen diese Würste nochmal frittieren, damit das Video relativ in die Länge gezogen wird. Dann werde ich nochmal ein Fazit ziehen, ob das in der Pfanne Wasser schmeckt oder aus der Fritteuse. Ja, mir schmeckt die Wurst soweit sehr gut. Schöne Grüße an Volkswagen. Ich bin der gestandene Opelaner, aber trotzdem schmeckt mir die Wurst gut. Nichts gegen VW, aber ich bin halt Opelaner. Mit einer Leidenschaft zu BMW und Mercedes. Ja, aber ich bin halt durch und durch Aldi-Fan. Die Nudeln, ich meine, das ist niedlich aus, aber schmecken einfach wie normale Nudeln. Kann man also gut essen, aber ist nicht so rauschendes. So, ich esse ihn auf und dann sehen wir gleich den nächsten Teil. Ja, liebe Freunde, das darf ich heute abdrehen. Ich drehe parallel nicht nur parallel zu diesem Currywurst-Video, auch noch das Video von den Pizzagrillern von Edeka.
und den Rostbratwürsten von Edeka. Hier werde ich heute alle frittieren. Die kriegt ihr in einem späteren Video zu sehen. Ja, die werden wir jetzt in diesem Video frittieren. Das sind immer noch die original Volkswagen-Würste, die ich vor 2 Wochen mal angebrochen hatte, glaube ich. Das muss schon 2 Wochen her sein. Ja, die kommen jetzt in das kalte Fett. Die sind mir noch halb gefroren oder 3/4 gefroren. So, weil die Bratwürste, die Currywürste hier noch gefroren sind. Ach scheiße, ich muss den Darm noch runter machen. Kackdreck. Geht das auch so? So, ich schneide jetzt hier dieses wunderbare VW-Originalteil einmal auf. Dann kriege ich auch das gelöst. Geht jetzt hier auch raus. Ja, hätte gar kein Messer holen müssen, ich Dussel. Die Würste sind ja auch schon angefroren, die wird vor 1,5 Stunden ungefähr rausgeholt. Ja, muss ich doch aufschneiden. So, jetzt aber wieder Fritteuse an. Die kommen jetzt erstmal in das semi-kalte Fett. Ich hatte die Fritteuse gerade mal ausgestellt, damit die Milch hier nicht wegplatzen im heißen Fett. Und ihr kriegt jetzt einen kleinen Zeitraffer. Ja, so sieht das Ganze jetzt nach 4 Minuten aus. Die Bratwürste, die Currywurstwürste von VW sind immer noch gefroren. Ich weiß nicht, ob ich die Fritteuse ein bisschen runterstellen sollte, aber das kann ich ja gleich notfalls auch noch machen. Ich habe die 190 Grad stehen, wie immer. Natürlich kann die auch nur von der 60 reduzieren, das nützt also irgendwie auch nichts. Mal schauen, ich lasse die so ein bisschen drinne. Und dann probieren wir die gleich eben. So, weitere 4 Minuten später. Ja, jetzt werden sie außen gleich warm, weich, aber innen noch lange nicht. Das Fett ist auch noch nicht ganz aufgelöst, wie ihr hier sehen könnt. Damit ich hier nicht ewig stehen muss, mache ich das eben zu. So, jetzt kriegen die Dinger noch mal ein bisschen Farbe, blähen wieder schön auf, so wie wir damals in der Pfanne. Für euch gerade im Video, für mich ist es 2 Wochen her. Ich hätte aber keinen Bock zu frittieren. Und für diese 3 Würste wollte ich das große Gerät hier nicht anstellen. Die müssen noch ein bisschen. So, die Fritteuse hat sich schon von selbst abgeschaltet. Außen sehen die schon gut aus. Ich weiß aber noch nicht, ob die auch innen da gar sind. Von diesem VW Originalteile Schriftzug kann man immer noch lesen. Hier glaube ich nicht so ganz. Ja doch, hier auch. Da steht Wagen Originalteil. Ich habe den hier in der Mitte durchgeschnitten, darum könnt ihr das nicht mehr ganz sehen. So, kommen meine schönen Dinger gut aufgegangen. Schön das teure Fett abtropfen lassen. So, hier ist dann meine fertige Currywurst, die ich ein bisschen auskühlen lassen, weil ich es so schlecht beißen kann, wenn es so heiß ist. Er ist halt lieber kälteres Essen. Man sieht aber immer noch diesen Volkswagen Originalteileschrift. So, das finde ich echt faszinierend. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, aber die kriegen es hin. Ja, ich sitze jetzt hier vor meiner Currywurst. Erstmal probieren wir die ohne Soße. Immer noch schön locker fluffig. Habe ich ja am Anfang des Videos auch schon mal erzählt. Die ist sehr fluffig. Das wurde mir aber damals nicht eingefallen. Schmeckt wirklich sehr anders als aus der Fritteuse, aus der Bratpfanne, gar nicht mehr so salzig. Aber schmeckt gut. Man würde sagen, kommt ein besserer Fleischgeschmack durch. Kann ich nur empfehlen. Mir schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich schade, dass ich da jetzt gleich Currysoße drüber mache. Curry-Ketchup, ich habe keinen Bock nochmal Currysoße zu machen. Ich nehme einfach hier diesen Gewürzketchup,
von Aldi. Ich werde euch einen ähnlichen verlinken in der Videobeschreibung. Ich mache jetzt nicht alles hier voll mit Curry Ketchup und Currypulver, was ich euch auch hier in der Videobeschreibung verlinken werde. Habe ich einfach Currypulver. Ja, ich finde einfach, dass Curry so Wurst. Also ich esse lieber Wurst so, weil dieser ganze Curry und dieses ganze Gewürz, das versaut einfach nur den Fleischgeschmack, finde ich. Und da muss ich Lust zu haben, wenn ich das essen möchte. Ich probiere jetzt einfach eine Scheibe. So, alles schön da drauf. Hier habe ich jetzt meine Currywurst. Schmeckt gut, schmeckt halt wie im Imbiss. Nur halt diese ganze Gewürzkette, die Gewürzsoße vertüncht natürlich den schönen Fleischgeschmack. Und ich muss wirklich sagen, diese teure VW-Wurst schmeckt mir besonders. Wirklich besser als die ganz normalen Currybockwürste, die man sonst so für 3,49 Euro, 450 Gramm oder was man jetzt kaufen kann. Ist zwar ziemlich teuer für, habe ich am Anfang des Videos gesagt, 11 Euro glaube ich, das Kilo für Currywurst, finde ich ganz gut Geld. Schmeckt aber auch verdammt gut. Damit bedanke ich mich jetzt dafür, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Guckt vor allem unten in die Videobeschreibung, Fritteuse, Bratpfannen, alles, was irgendwie in diesem Video aufgetaucht ist, werde ich euch verlinken. Ich bedanke mich ganz lieb fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.